Der Mann war eine Ikone der DDR-Untergrundszene, André Greiner-Pohl, Frontmann der Band Freigang mit Y. Eine Gegenöffentlichkeit zum sozialistisch adretten Musikstaat, die sich durch Verbote nicht beeindrucken ließ, pilgerte zu den Freigang-Konzerten. André Greiner-Pohl starb am 15. Dezember und vor wenigen Tagen pilgerte die Fan- und Trauergemeinde zum Gedenkkonzert nach Berlin. Wir fliegen! Ein bisschen abheben, ungefähr so 2 Zentimeter von der Erde. André Greiner-Pohl, anarchischer Ost-Rock'n'Roller, hielt, was er versprach. Wenn er mit seiner halblegalen Band Freigang durch die DDR-Provinz zog, wurden die Gesetze der Schwerkraft aufgehoben. Wir schaffen das! Sein Leben hat er nicht mehr geschafft. Aber seinen Tod im Dezember hätte er nicht besser inszenieren können. Mitten in Plattenaufnahmen, keine 60, Herzinfarkt und tschüss. Er ist auch wirklich schon immer der Pirat gewesen, als den er sich hinten raus auch stilisiert hat. Er war der Mann mit dem Dreispitz, der sich nach dem ersten Lied, das gespielt ist, auf der Bühne hinstellt und das Publikum anschreit: Na, seid ihr mit unserer Leistung zufrieden? Seid ihr zufrieden damit, mit unserer Leistung? Pohl buchstabierte sich Peitsche Osten Liebe, spielte einen krachenden Rock'n'Roll und brüllte seinen Widerstand heraus. Sich nichts gefallen lassen, sich nicht anpassen. Sobald die Frau Stärker anging auf der Bühne, glühte das Herz, ne, und die Stimmen. Und dann brach sozusagen so eine Faszination aus über uns alle und auch über das Publikum. Das Gartenhaus fällt ein, das ist uns ein Allein. Der Staat ging uns schon immer am Arsch vorbei. Schon zu DDR-Zeiten ist jeder Auftritt der Underground-Band eine Mischung aus Exzess und Skandal. Für die Fans sind die Freigänger Helden. Meist verboten touren sie trotzdem durch das Land, spielen unter immer neuen Namen. Eine Legende, die es im offiziellen Kulturbetrieb der DDR gar nicht gibt. Sie beginnt vor über 30 Jahren, 1977 im Prenzlauer Berg. André Greiner-Pohl gründet die Rock'n'Roll-Bluesband Freigang. Allein die Anspielung auf den Knasturlaub ist Provokation. André Greiner-Pohl ist 25 und hat die Nase voll von politischen Phrasen, einem reglementierten Leben umgeben von Mauern. Also ziehen die Rocker Wochenende für Wochenende die Piratenfahne in irgendeinem Provinznest der DDR auf. Trinken, lieben, tanzen mit den Fans bis zur Besinnungslosigkeit. Ruhestörung in einem ansonsten zur Ruhe verurteilten Land. Anarchismus statt Gleichschritt. Zum Abschiedskonzert für den musikalischen Unruhestifter André Greiner-Pohl in der Kulturbrauerei strömen die Fans wie früher in Scharen. Grau geworden, aber nicht zahnlos, verfallen sie noch einmal der Magie des Freigang-Blues, hören die rockig harte Musik jüngerer Bands, treffen Gruppen wie Herbst in Peking wieder. Rex Joswig erinnert sich, für André Greiner-Pohl gab es zum Anarchismus keine Alternative. Wenn man als Vater den Leiter des Erich-Weinert-Ensembles hatte, da wird man zwangsläufig zum Anarchisten oder man wird zum angepassten Mitläufer. Er hatte sich für die härtere Variante entschieden. Und gerade deshalb konnte man von ihm lernen, dass es keiner Genehmigung bedarf, ein berauschendes Leben zu führen. Im Gegenteil, man muss sich das nehmen, was man haben will. Und das war von ihm zu lernen. Der Freigänger Greiner-Pohl steigt nach einem ersten Spielverbot wieder auf die Bühne und macht klar, mit meiner Stimme müsst ihr rechnen. Prügeleien, öffentliche Obszönitäten sind der Anlass zum Entzug der Spielerlaubnis auf Lebenszeit. Der eigentliche Grund sind die aufmüpfigen Texte. Androhungen von Gefängnisstrafen stehen im Raum. Die Verhältnisse waren schon so, dass man Angst haben musste und auch sollte. Aber das ist ja gerade der Punkt. Rock'n'Roll ist ja auch eine Therapieform, um dieses Leben, was eins der härtesten ist, zu meistern. Also, und wenn man sich dafür entschieden hat, ja, dann ist man in der Lage, mit den eigenen Ängsten sich Gitarrensoli zu liefern. Erst nach der Wende kann Freigang wieder auftreten. Was tun sie als erstes? Sie stoppen den Verkehr in Richtung West-Berlin, fordern politisches Nachdenken statt Jagd auf Kaffee und Bananen. Schön ist sie. Diese heile Welt,
Rainer Pohl dreht ein paar eckige Runden im Prenzlauer Berg, zeigt den Angeboten der Plattenindustrie die kalte Schulter und weiß, die Texte müssen radikaler werden. Der Blues muss bewaffnet sein. Der Blues muss bewaffnet sein. Das darf hier kein Schwein. Mit langem Schritt komm ich daher. Ich komm daher. Ich komme. Mit dem Blues gehör. Das Schwert wird weitergereicht, die Gitarre wird weitergereicht. Insofern, und außerdem dürfen wir nicht vergessen, der Tod gehört zum Leben dazu. Und der Tod ist auch ein kreativer Prozess. Eigentlich wollte André Greiner-Pohl ein lustiger alter Knacker werden. Straight vorm Mikrofon, den Finger immer da, wo es wehtut. Jetzt ist der Captain von Bord gegangen.